Wir sind wieder da am Dienstagabend. Wir machen weiter, wo wir gestern aufgehört haben. 500 Euro ist der Anfang. Und wir machen heute den Weg zur Million. Hoffentlich mit Glück und auch den guten Jokern. Legt uns das Glück heute zur Seite. Wir finden es raus. Let's play. Who wants to be a millionaire? Und damit willkommen zurück bei Wer wird Millionär, einer weiteren Aufnahme, beziehungsweise einem weiteren Folgentag. Folge 23 inzwischen. Und ich muss dazu mal gerade was sagen. Und zwar, abseits davon, dass wir vielleicht weiter spielen werden, inzwischen sind wir bei über 150 Folgen Wer wird Millionär auf diesem Channel angelangt. Denn diese Staffel hier, muss man dazu sagen, ist so gesehen der Bonus. Wir wollten mit dem Ziel, dass wir hier 20 Wochen lang diese Staffel machen, beziehungsweise die Folgen machen, wollten wir auf die 200. Folge raufgehen. Momentan sind wir auf einem guten Weg, denn diese Folge ist schon die 153. Folge von unseren, sagen wir mal ein paar Special-Folgen aus dem letzten Jahr. Wie dem auch sei, es wird bald einige Sachen noch dazugeben, neben diesem schönen Let's Play. Dazu informiere ich euch aber später. Erstmal machen wir jetzt dabei, wo wir aufgehört haben. Und zwar bei 500 Euro sind wir angekommen. Haben noch alle 4 Joker. Und ja, wir haben noch einen Weg von 10 Fragen zu Millionen vor uns. Hier stehen wir gerade. Los geht's mit der nächsten Frage für 1000 Euro. Frische Champignons bestehen zu rund 90% aus Wasser, Fett, Eiweiß, Vitamin C. Frische Champignons. Okay, die sind ja meistens... Also mit frisch meinen sie natürlich... wie ist das frisch definiert? Meinen sie jetzt mit frisch, die im Laden sind relativ frisch? Oder meinen sie damit gerade beim Pflücken, ne? Frische Champignons. Wenn sie jetzt im Laden sind, würde ich ja sagen, dass sie da irgendwie... 90% Eiweiß, das kann natürlich sein. Fett glaube ich nicht. Wobei, die sind ja so von der Oberfläche her. Na, wie soll ich das sagen? Ja, so Art milchig irgendwie, oder? Ich schreibe ganz falsch. Also, ich würde sagen, es können A oder C sein. Bringt mir 50-50, was? Wenn A und B stehen bleiben würden, würde ich trotzdem zweifeln wegen B, weil ich mich gerade selbst eingeredet habe, ein Stück. Also, wenn in dem Fall D wegfällt, bin ich beruhigt. Bei allem außerdem, was wegfallen würde, wäre ich noch verunsichert irgendwie. Telefonjoker. Ich wette, dir gerade zuschauen, die wissen 100 Pro. Ihr wisst das doch 100 pro. Zu 90% aus Wasser, Fett, Eiweiß und Vitamin C. Lediglich A sein. Ich wusste es doch, verdammte Axt. Der Joker ist weg. Aber immerhin eine Hilfe für uns. Ah, Wasser. Verdammt! Ich sollte echt öfter mit meinen Instinkten gehen. Naja, 2000. Wer ist Chef des Erzbistums München und Freising? Da haben wir Viktor Klima, Friedrich Wetter, Carmen Nebel oder Ronald Reagan. Chef des Erzbistums München und Freising.
Den nächsten Joker bitte. Oh, Windows Update, toll, nerv ich jetzt nicht. Schließ den mal aus. Kann nur A, B oder C sein. Weiß allerdings nicht, deswegen Publikumsjoker. Wenn ihr es wissen solltet, hinterlasst einen Kommentar, seid so freundlich und habt euren Spaß an der Frage. Sie lautet nämlich: Wer ist Chef des Erzbistums München und Freising? A. Viktor Klima, B. Friedrich Wetter, C. Carmen Nebel oder D. Ronald Reagan. Oder Regen. Stimmen Sie bitte jetzt ab. ...98% sagen B. Friedrich Wetter. Und da bin ich schon wieder auf meiner verdammten Vermutung. Das geht echt nicht. Ich vertraue nicht dieser Mehrheit. 98% war eben auch schon wieder B gewesen. B. Friedrich Wetter, letztes Wort. Und die Antwort ist... richtig. Wunderbar. Wieder sind zwei Joker gefallen bis jetzt. Zwei Joker noch da. Aktuell im Kino wieder vereint, in Zeiten des Aufbruchs, das Traumpaar aus Titanic, Pretty Woman, Jenseits von Afrika oder Harry und Sally. Zeiten des Aufbruchs, was sagt mir irgendwas? Zeiten des Aufruhrs. Ich will spontan sagen, es ist Titanic. Harry und Sally kann natürlich auch sein. Ich schließe C und B aus. Ich sag Titanic. Das war jetzt ein bisschen risikoreich von mir, glaube ich, und überstürzt hoffentlich nicht. Es ist Titanic. Und da zahlt das Vertrauen aus dem 4000 Euro. Zwei Joker noch da. 40. Geburtstag feiert 2013 der Kinderbuchklassiker eine Woche voller Montage, Dienstage, Freitage, Samstage. Eine Woche voller. Boah. War das Buch nicht Freitage, Samstage? Ich meine C oder D. Joker, bringt mir das irgendwas gerade? Also wie immer, das Szenario, wenn D stehen bleibt und C wegfällt, nehme ich C. Nehme ich D natürlich. Wenn C stehen bleibt und irgendwas anderes wegfällt, zum Beispiel auch D, unter anderem nehme ich C. Bei Gleichstand zwischen C und D, was stehen bleibt, habe ich ein Problem. Also mein Gefühl sagt mir, stark Samstage. Aber zweimal hintereinander raten, das ist schon bitter, wenn es dann noch falsch ist. D. Samstage, letztes Wort. Das ist doch 100 pro Freitage wieder, oder? Spannung wird aufgelöst.
Und das Kinderbuch heißt wie? Eine Woche voller Samstage. Jetzt! Jetzt haben wir schon zweimal Glück gehabt. Wir sollten uns vielleicht nicht unbedingt auf die Spitze treiben. Also zu Millionen von irgendwann, aber nicht im Risiko. 16.000 Euro Frage. Welche beiden Promis konnten an Ostern diesen Jahres den gleichen runden Geburtstag feiern? Manuel Neuer und Lady Gaga, Mesut Özil und Rihanna, Mats Hummels und Pink oder Jogi Löw und Madonna? Boah. Da bin ich aber sowas von raus. ...50-50 bringt mir nichts. Ich nehme den Zusatzjoker. Letztes Wort. Mal gucken, ich nehme die Nummer 3. Der Thomas. Und er glaubte, dass Antwort A im Rechte sein kann. Manuel Neuer und Lady Gaga. Ich vertraue mal diese 60%. Antwort A, Manuel Neuer und Lady Gaga. Letztes Wort. Hat der gute Mann recht oder nicht? Hat er. Wunderbar. 16.000 Euro wieder gerettet. Und drei Joker sind diesmal nur weg. Wir steigern uns. 50-50 könnte uns immer noch helfen im Notfall. 32.000 Euro die nächste Frage. Wie heißt der neue Film mit Reese Witherspoon? Elle, Vogue, Harper's Bazaar, Vanity Fair. Mit Reese Witherspoon. Also erstmal würde ich nicht die Folgen aus den USA schauen, würde ich diesen Namen nicht mal kennen. So, dann zweitens. Vom Begriff her, Vogue sagt mir irgendwas. Elle weiß ich nicht, würde ich nicht sagen unbedingt. Harper's Bazaar, naja, kenne ich nicht. Muss ich leider ausschließen. Vanity Fair. Vanity Fair. Ah. 50-50 Joker, bringt er mir jetzt was? Oder soll ich blind raten? Also an sich, zwischen zwei blind raten ist einfach zwischen vier schon mal. Kann ich mir jetzt so sagen, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Und die Frage ist auch, von wann vor allem hier diese, die Frage ist. Fünfte, fünfte Joker. Weg damit. Okay. Das macht es für mich insofern einfacher, da ich gesagt habe, dass ich C nicht zuordnen kann, B war meine einzige Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit für mich ist Vanity Fair allerdings gewesen. Ich vertraue jetzt meinem Instinkt zum dritten Mal in dieser Runde und nehme D, Vanity Fair, letztes Wort. Bitte lass mich nochmal richtig liegen. Die Lösung ist Vanity Fair. Wunderbar. Das finde ich jetzt sehr gut. So. Die Spannung steigt. 64.000 Euro. Ich hoffe, es kommt eine passende Frage für mich. Ich wünsche es mir. Wir wollen noch weiterkommen.
64.000. Wie behebt Frau Böck in Max und Moritz das Magendrücken ihres Mannes? Was? Wärmflasche? Kirschkernsack? Schnäpschen? Bügeleisen? Entschuldigung, ich bin irgendwie müde. Was ist denn da los? Das Magendrücken ihres Mannes. Gute Frage. Ich kann mir vorstellen, weil Max und Moritz ist ja so ein bisschen ausgeklügelt irgendwie, dass die dümmsten Antworten hier in dem Falle C und D eine von den beiden richtigen Antworten sind. Bis hin, dass da die richtige Antwort drunter ist. Schnäpschen. Das klingt so absurd. Es könnte ja wahr sein. Das klingt so absurd. Das ist Max und Moritz. Was soll das denn sonst sein? Also irgendwie Wärmflasche wäre viel zu einfach, meiner Meinung nach. Ich kann mir einen Kirschkernsack auch nicht unbedingt vorstellen. Vor allem, wo will die Frau den auch mal herhaben? Schnäpschen, Bügeleisen. Aber ich kann jetzt nicht schon wieder pokern, oder? Mann. Ich will doch mal weiterkommen. Ich nehme D, Bügeleisen, oder? Ah, Mann. Kann ich nicht springen, oder? Ah. Die Bügler als letztes Wort. Also alle, die gerade zuschauen, dürfen mich ruhig für wahnsinnig erklären, aber mein Gefühl hat mir gesagt D, weil aus dem Grund Schnäpschen wird ja eher noch ein bisschen ballern in so einer Logik her. Allerdings, ich muss das so sagen, C und D sind die einzigen Antworten bei der Frage, die richtig so schön blöd sind, dass sie nur wahr sein können, wie ich schon angedeutet habe. Und im Bügeleisen, ich meine, die waren ja in dem Buch relativ bescheuert und denen ist noch immer wieder Ideen eingefallen. Egal welche Person es war, ob Max und Moritz war oder diese Frau Böck, wie sie da heißt, die waren auch alle irgendwie, ne? Die waren immer kreativ. So, wir lösen es mal auf. Frau Böck behebt das Magendrücken ihres Mannes in Max und Moritz mit einem Bügeleisen! Holy shit! 125.000, noch drei Joker sind, Quatsch, noch drei Fragen bis zur Million. Ich wollte gerade sagen, drei Joker sind noch da. Nee. Drei Fragen bis zur Million, 125.000 Euro, da waren wir schon mal. Bitte eine gute Frage. Ich muss das machen wie Malte. 125.000. Was zählt nicht zur Bücherreihe der Duden in 12 Bänden? Zitate und Aussprüche, Grammatik, korrektes Deutsch, Stilwörterbuch. Der Duden in 12 Bänden. Also, gehen wir mal durch. Zitate und Aussprüche kann sehr gut möglich eins sein. Weil allein was es Redewendungen gibt, was man beachten muss beim Zitieren oder Aussprüche, Aussagen, das ist sogar sehr, sehr gut möglich. Grammatik. Ist eigentlich immer mit ein Stück inbegriffen. Bei 12 Bänden vor allem, das kann sehr gut sogar sein. So, mal überlegen, korrektes Deutsch.
Gibt es ein Buch, was korrektes Deutsch heißt? Das kommt mir irgendwie ein bisschen Spanisch gerade vor. So, Stilwörterbuch. Für Stile bei Redewendungen. Aus irgendeinem Grund lockt es mich zur Antwort D, weil ich kann mir nicht gerade vorstellen, dass korrektes Deutsch wirklich so ein Titel davon sein könnte. Andererseits könnte natürlich auch da komplett auf dem Holzweg sein und falsch liegen. Grammatik ist 100% ein Bestandteil davon. Stilwörterbuch, wie gesagt, Stile, wie man es schreiben kann, Redewendungen, ich weiß ja genau, kann man zusehen. So. Korrektes Deutsch. Diese Antwort ist so bekloppt, dass es nur das sein kann. Ich meine, sie würden es bestimmt irgendwie anders nennen, aber nicht zwingend korrektes Deutsch. Das klingt so falsch irgendwie. Weil Zitate und Ausbrüche, wie gesagt, wenn der Schule Diktate Aufsätze schreibt, was sie jetzt zitieren muss, was die Zitate sein sollen, den ganzen Drum und Dran, den heute kein Mensch mehr braucht, sein, der es irgendwie mit Deutsch zu tun hat. Im Sinne von Bücher schreiben oder sonst was. Aber korrektes Deutsch, das klingt so, ja. Das ist gerade für mich verlockend, T zu sagen, einfach weil es so naheliegend ist. Und ich will nicht aussteigen gerade. Ich muss Malte noch einholen. Ich kann gerade selbst nicht glauben, dass es gerade mal eine Woche später ist als er. Ich nehme Antwort C, korrektes Deutsch. Und logge es als meine endgültige Antwort jetzt ein. Jetzt will ich es wissen. Die Frage hieß: Was zählt nicht zur Bücherei der Duden in 12 Bänden? Ihr habt meine Herleitung gehört. Meiner Meinung nach kann es nur D sein, vom Titel korrektes Deutsch. Das ist so neudeutsch, das kann irgendwie nicht so ein Titel sein. Ich bin gerade sehr gespannt. Auch ihr seid bestimmt nervös. Nicht zur Bücherei der Duden in 12 Bänden gehört. Oh Gott. Korrektes Deutsch! Jawohl! Malte, hier komme ich. Jetzt muss ich ja gerade mal echt nebenbei kurz googeln, was diese 12 Bücher sind. Das sind so, wie sie heißen. Das kann kurz einen Moment dauern. Aber unfassbar, wir haben es richtig hinbekommen. So, der Duden in 12 Bänden. Na komm, lad schneller. Da. Band 1. Deutsche Rechtschreibung. Dann haben wir das Stilwörterbuch. Gefolgt von das Bildwörterbuch. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Ich schreibe gerade eine Geldbaum aus und hole den Fragenbereich wieder rein. So, also wir hatten schon mal dabei Grammatik. Quatsch, hier. Das Stilwörterbuch D war dabei schon mal. Dann Bilderwörterbuch steht nicht dabei. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, also B-Grammatik, ist auch dabei. Das Fremdwörterbuch als fünftes. Das Aussprachewörterbuch. Dann haben wir das Herkunftswörterbuch, das Synonymwörterbuch, richtiges und gutes Deutsch. Da, das ist nämlich, was ich gemeint habe. Es kann nicht korrekt sein, weil korrektes Deutsch ist so ein neues deutsches Wort. Dann haben wir das Bedeutungswörterbuch, Redewendungen und als zwölftes Zitat und Ausbrüche. Demzufolge war C, korrektes Deutsch, als einziges möglich. So.
Jetzt zurück zur Lage. Wir sind bei 125.000 angekommen. Und wir spielen um 500.000 Euro als nächstes. In der nächsten Folge. Das war die Folge für heute. Malte, ich sag nur so, der Kampf ist eröffnet. Die nächste Frage entscheidet, ob ich mit dir gleich ziehen kann. 500.000 hat er letzten Dienstag gewonnen. Vielleicht gewinnen wir diese morgen in der Mittwochsfolge. Ich bin sehr gespannt. Und ich hoffe, dass ich das Glück haben kann und mit ihm gleich ziehen kann. 125.000 Euro haben wir und es steht verdammt viel auf dem Spiel. Wir sehen uns morgen Abend, bis morgen Nachmittag schon wieder, um 17 Uhr zur Mittwochsfolge von Wer wird Millionär? Malte, der Kampf ist eröffnet. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst gerne ein Like da und bis morgen. Haut rein und schönen Abend noch. Kommt gut nach Hause. Tschüss.